Ich bin die Ines und ich arbeite als BIM-Koordinateurin bei Zyplin in Stuttgart. BIM ist eine Methode des Projektmanagements, bei der es um das Planen und Bauen mit Daten geht. Die Grundlage dafür ist eigentlich immer ein Bauwerksinformationsmodell, also ein digitales Abbild des Bauvorhabens. Das beinhaltet dann nicht nur die dreidimensionalen Bauteile, sondern auch entsprechende Informationen, die dann für das Planen, Bauen und Betreiben relevant sind. Als BIM-Koordinatorin hat man tatsächlich eine super abwechslungsreiche Tätigkeit. Das heißt, man arbeitet eben auch je nach Projektphase mit unterschiedlichen Teams zusammen. Und da bin ich dann sowohl im Büro als auch auf der Baustelle unterwegs. Und das finde ich auch super, weil man bekommt eben in den unterschiedlichen Phasen auch echt spannende Einblicke in die verschiedenen Leistungen. Als BIM-Koordinatorin verantworte ich unsere Fachmodelle. Ich koordiniere zunächst mal die Erstellung und stelle sicher, dass die Anforderungen erfüllt werden und Qualität geliefert wird. Wir haben alle Disziplinen vertreten und so realisieren wir das Planen und Bauen aus einer Hand und arbeiten gemeinschaftlich und vernetzt am Projekterfolg. Nachhaltigkeit gewinnt natürlich für uns in der Baubranche immer mehr an Relevanz. Und ich denke, dass die Verknüpfung der Themenfelder BIM und Nachhaltigkeit unglaublich viel Potenzial mit sich bringt, weil ich eben mit BIM schon in einer sehr frühen Phase auch Analysen und Optimierungen betrachten kann. Deshalb denke ich, dass BIM ein sehr mächtiges Werkzeug ist, um das Bauen in Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Fortschritt beginnt mit dir.